Das hier ist unser Produkt Timex Move. Timex Move ist ein Rostschutzfett. Es muss vor der Verarbeitung warm gemacht werden, weil es fest ist. Wir machen es bei Timex Move aber nicht so wie bei den anderen Fetten, die Sie von Timex kennen. Es wird nicht heiß gemacht auf 100 Grad und dann so eine Pistole gefüllt, um damit zum Beispiel Hohlräume zu behandeln. Nein, Timex Move ist sehr zähflüssig. Es ist ein Konzentrat und zwar aus einigen Fetten, mit denen wir gewonnen haben bei dem Test von Oldtimermarkt. Das war 2009 und da waren besonders die Eigenschaften Kriechfähigkeit und Haftung entscheidend für den Testsieg. Und dann haben wir aus unseren Materialien ein Konzentrat hergestellt. Und dieses Produkt Move wird nicht versprüht, wie ich es eben schon sagte, sondern mit einem Pinsel verarbeitet. Sie machen die Dose auf und erwärmen die Oberfläche mit einem Heißluftföhn, nehmen dann einen Pinsel und verarbeiten es. Es wird genommen, hauptsächlich, ich zeige Ihnen das hier an einem Beispiel bei einem VW T3, hauptsächlich für den Schutz von gefährdeten Spalten und Fugen. Bei diesem T3, das kennen Sie vielleicht, entsteht hier irgendwann, das ist ein ganz typisches Problem für den VW-Bus, T1, T2, T3, T4, dass hier Rost entsteht. In diese mit Kunststoff ab Werk ausgespritzten Fugen dringt Feuchtigkeit ein. Wenn man jetzt eine Lupe hätte, könnte man sehen, dass hier kleine Spalten sind. Da dringt dann Wasser ein, das führt zu Rost. Es gibt ganz, ganz hässliche Rostschäden. Das Move wird hier aufgetragen und verschließt die Spalten. Das macht man einen Sommer lang und dann kriecht das Fett in diesem Spalt und da, wo das Fett ist, da mag das Wasser dann nicht mehr hingehen. Von innen kommt auch das Fett rein, dass das versprüht wird, also zum Beispiel unser Timex Fett 2000, das ist unser Universalmaterial, das kommt dann von innen und kriecht in diese Fuge und von außen kommt Timex Move. So kann man dann auch Schäden, die sich hier schon andeuten durch Pickel, Rostpickel, die kann man so in den Griff kriegen, dass man noch viele, viele, viele Jahre damit rumfahren kann, ohne dass der Wagen lackiert werden muss. Ein paar andere Beispiele, wo Timex Move eingesetzt wird, könnte ich Ihnen jetzt auch noch zeigen. Da muss ich aber mal kurz weggehen. Da gehen wir in eine andere Halle, da zeige ich Ihnen einen Jaguar. Und der hat ein ähnliches Problem und das konnten wir mit Move auch lösen. Das ist das gute Stück, ein Jaguar XJ aus der dritten Serie. Die wurden von 1979 bis 1991 gebaut. Jaguar hat damals angefangen, Scheiben in die Karosserie einzukleben. Nicht mehr mit Dichtgummis, wie man es bis dahin gemacht hat, sondern eben halt mit Einkleben. Aber das war noch nicht ganz perfekt. Hier in diesem Spalt, da lief immer Wasser. Und zwar rundherum sind dann die Scheiben aus den Karosserien rausgerostet. Und dafür, unter anderem dafür, haben wir Timex Move entwickelt. Das Fett wird hier aufgetragen und kriecht dann einen Sommer lang in diesen Spalt hinein und verhindert das Eindringen von Wasser. Es sammelt sich dort, wo sonst das Wasser steht und verhindert Korrosion. Die Kunden kommen von ganz weit her mit ihren Wagen, um das bei uns machen zu lassen, weil wir die Lösung für dieses Problem haben. Dieses Beispiel wird gut erklärt auf unserer Internetseite und dann noch einige weitere andere. Klicken Sie einfach auf timex.de, dann gehen Sie auf Produkte und dann auf Move. Da finden Sie viele Fotos zu diesem Thema.